Einen wunderschönen, was auch immer. Ja, long time no game. Ja, aus Gründen, Urlaub, dies, das habe ich lange nicht gespielt. Und ja, jetzt versuche ich es mal wieder und ich bin gespannt, wie das endet, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie alles vergessen von dem Spiel. Hier ist jetzt noch ein kleines Bildschirmplatzproblem, aber das ist gelöst. So, ihr seht das, das sollt ihr sehen. Ich sehe jenes. Falls sich jemand wundert, warum hier kein Game Audio zu hören ist, in dem Moment, wo ich hier, ne, das ist. Also, um es zu erklären, ich wollte jetzt nur mal ganz kurz noch mein OBS was kontrollieren, nur sobald das Spiel den Fokus verliert. Jetzt habt ihr Musik, jetzt habt ihr keine, weil Fokus weg. Das ist, wer sich sowas ausdenkt, ich weiß ja nicht. Gut, ich muss doch noch mal ein bisschen hier, weil mein. Ich glaube, ich brauche einen dritten Bildschirm. Egal. Ich muss jetzt einfach mal anfangen. Kann ich das Fenster? Kann ich auf das? Ich habe einfach zu viele. Oder Moment, wir schalten um in das horizontale Layout des Audiomixers. Manchmal ist die Lösung so einfach. Gut, nun aber Kapitel 4. Spiel fortsetzen. Ich hab hier meinen Spickzettel. BSAD, kippen, X und Z. Und jetzt gibt mein Audio. Ich bin gleich wieder da. Was? Wieso höre ich? Ah! Es tut mir leid, hat ein bisschen gedauert. Nicht OBS, sondern USB. Ich habe hier ein Audio-Device. Mein Headset ist über so ein Klotz per USB mit meinem Rechner verbunden. Ab und zu spinnt der rum. Und dann Stecker ziehen, Stecker wieder rein. Ne? Wenn es nicht mehr tut, hilft ein Reboot. Und das gilt auch für so ein USB-Device. Nur das hat mich jetzt wieder alles. Nerven, Nerven, Nerven. So. Audio ist wieder da. Game Audio kommt. Komisch, das war in dem Moment, wo das Spiel so richtig losgelegt hat, da hat das Audio-Device rumgezickt. Egal. Ich muss erst mal überlegen, wie man die Dialoge weiterschaltet. Ein Riesenviech mit blitzenden Augen. Okay. Achso, ich muss vielleicht einfach mal gehen. Ich muss wieder bei Null anfangen. Ich bin. Ihr seid in der Kröte und Schielerstadt Schleimer. Ja. Ich muss noch ein bisschen wieder. Warte mal. Und dann war links. Ja, Links-Shift war rollen. Oh Gott. Ah, wir machen wieder was mit Worten. Oh. Hinter uns wurde was verriegelt. Ist das etwa der berühmte? Welch unverhoffter Besuch. Wir haben all deine. Ach ja, stimmt, ich war ja der Autor. Merkvers. Ich bin mal in ein Loch gefallen. Okay, da ist übrigens, also da oben, sieht den, kann ich hinzeigen, ist ein Portal. Du beschreibst sie so mit Reiz. Ich bin ein großer Fan deiner Werke. Trocheros. Die gesammelten
Schiller. Jetzt verstehe ich. So wie der Ort Schleimer heißt statt Weimar, heißt der Schiller statt Schiller. So, ich soll Insekten killen. Ist das neu, dass der Fals in der Mitte so einen Schatten hat? Das Spiel hat natürlich erstmal ein Update runtergeladen. Okay. Gehen wir erstmal shoppen. Sprungangriff-Abzeichen. Schwertschaden auf Schwertwurf. Wirbelangriff. Weiterwerfen oder mein Schwert. Jetzt fehlen mir 8, um noch was anderes zu kaufen. Okay. Abbrechen. Was soll das für eine Taste sein? Backspace. Achso. Ja, ja. Gut, also. Okay, ich kann den Shop wieder öffnen, aber ich habe ja nicht genug Geld, also gehen wir wieder raus. Also, hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Schild. Okay, ich kann hier links. Da kann ich nicht links. Da ist ein Portal. Achso, ich bin ja auf einer. Benutze ich jetzt das Portal? Oder gucke ich erstmal. Eine Treppe. Schön. Na, ich weiß noch nicht. Ah, hier ist auch ein Portal. Wieso komme ich. Okay, hier komme ich nicht hin. Ah, jetzt sehe ich, dass das oben ist. Ich guck mich erst. 10. Bezwingen sie alle, um das Buch zu retten. Ey! Ah! Okay, hier war ein. Oh, jetzt wird's wieder kompliziert. Treppe. Ein Stein. Ich könnte Stein gegen Block tauschen. Und ich könnte den. Ja. Ah, sehr schön. Spucke. Achso, ich muss ein bisschen vorsichtiger werden. Ich habe das Gefühl, die werden ein bisschen aggressiver. Oh. Und ich muss vor allen Dingen daran denken, mir mein Schwert wieder zurückzuholen durch einen zweiten Klick. Ja, ich bin von einem Promi gerettet worden. Okay, dann machen wir dasselbe. Okay, also das Herz kann ich nicht einsammeln. Falls auf die Länge wäre eine Treppe. Ja. Achso, sollte ich den vielleicht. Hast deine Pflicht erfüllt? Jetzt müsste sich der Block in eine Treppe verwandeln. Okay.
Moment, wechseln. Wir sollten vielleicht mal die Portale benutzen. Jetzt komme ich nämlich von da nach da. So, würdest du mich das bitte ablegen lassen? Okay. Muss ich das jetzt alles wieder rückgängig machen, weil ich die nicht dicht genug daran geschoben habe? Einige Fässer nicht. Also dein Auto-Aim ist ein bisschen kaputt. Ja. Schwert. Schieberstücken, ja. Guck mal, ich hätte... ist. Ah. Sehr schön. Das fehlte noch. Ich dachte nämlich, wieso ist das noch nicht runtergegangen? Gestaltet. Ich habe hier noch gar nicht auf der anderen Seite geguckt. Da ist noch ein Buch. Ah, ich muss beide Bücher wahrscheinlich da hinlegen. Das ist Band 1. Band 1. Welche Tür mache ich damit auf? Ach, die. Haha. Hallo, Tür. Ja, dass der Ehe wir in Bem liegen, also zweifellos. Ich werde eure Abendheit bei den Enden setzen. Ich biete ein paar Knappentöter. Raupen. Ja, komm.
Na, komm schon. Was das? Das war ja einfach. Wildes Schwertgewerfe. Leben? Ich hab schon genug Leben. Schade. So, kommt Leute. Ja, hab ich. Sehr schön. Achso. Für immer dankbar. Oh Gott. Shakespeare? Kultur. Oh, König. Hallo. Ja. Danke. Tretet links von der Bühne ab. Was auf eurer... Ich wollte gerade sagen. Ja. Aus welcher Richtung? Habe ich jetzt irgendwie Geld für... Nee, ne? Mal gucken. Ah! Okay, ein Rollbild? Nee, Hirbelgriff, Schwertschaden. Jo. Schönes Geräusch. Ja, Spielkind, ich weiß. Gelegenheitsmusiker. So, was schnackst du? Trampelt nicht so. Mhm. Oh, das hört sich nicht gut an. Oha! Meine Freunde sind weg. Ich kann hier noch Sachen einsammeln. Das habe ich irgendwie nicht vergessen. Oh, ein Rollbild. Nein, ich möchte einfach weiterspielen. Oh. Irgendwie hänge ich fest. Hallo? Ah, ich hänge nicht fest. Ich war oft bei One in der Tastatur. Ach, der Klassiker. Okay, jetzt können wir weiter. Oh oh, andere Perspektive. Durch den Eingang hörte John bereits die Riesenmücke. Oha. Oh Gott, wieder Pfeil und Bogen. Er machte den Bogen bereit. Nun musste er die Sache beenden. Ein für alle Mal. Wie ging das? Ich hab's vergessen. Den treffen. Hm. Hm.
ein bisschen vorhalten. Es ist nicht so einfach. Und der kann halt mehrere Treffer ab. Irgendwann verliere ich das Fadenkreuz aus den Augen. Macht das Sinn, auf den zu schießen oder nicht? Ich glaube, ich muss den Großen ignorieren. Jetzt habe ich es verstanden. Wieder dichter ran. Mist. Ich habe am Anfang nicht begriffen, wie man gegen den ankommt. Wenn mein Fadenkreuz da hinten ist, dann kann ich nicht so schnell auf ihn schießen. Krieg das Fadenkreuz nicht so schnell bewegt. Oh oh. Verstelltaste aktiviert, Verstelltaste deaktiviert. Ich habe nicht begriffen, ich habe unten eben die erst Mücke gelesen. Ja. War besiegt. Der kühne Knappe triumphierte. Ich habe nicht begriffen, ich habe erst spät gelesen, Leertaste bzw. Maustaste lange drücken, um den Schuss aufzuladen. Ich habe immer tick, 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 um möglichst schnell zu schießen, aber ich musste auch mal den Bogen spannen. Atemberaubend. Das stimmt. Oh! Okay. Das ist schön. Dann können solche Endgegner nicht mehr kommen. Schlagzeug suchen.
Oder freie Malerei. Klingt super. Wo kommen die denn hier? Haben wir Fische gerettet? Ich erinnere mich nicht. Offensichtlich habe ich Fische gerettet. Endlich! Unsere Helden hatten den Sumpf hinter sich. Die Sonne schien ihnen angenehm ins Gesicht, als sie ihren Weg fortsetzten. Nach einiger Zeit kamen sie an. Wo? Oh. Oh! In Artia. Dachte ich nur. Oh. Dalis Uhr. Kapitel 5. Artia. Geschichte abgeschlossen. 4 von 10. Ah, stimmt. Wir hatten ja eine Karte. Vom Sonnetzum nach Artia. Waren wir da oben links schon? Wälzerturm, da waren wir schon. Oh, hallo Mona. Ach ja, die Bluthofabdeckung. Oh, Mondbad. Ach, hallo Mama. Was? Warum sind wir eben Raum rausgezoomt? Ich habe keine Taste gefunden. Onkel Ocker. Ach ja, Ocker, wie die Farbe. Oh Gott. Also überall diese gelben Pfeile. Lisa. Wirbel. Pika, ne? Picasso. Ah, ich male Leute, wie ich sie denke. Nicht wie, ah, hier, Carla, die Frau mit den dominanten Augenbrauen. Frida Kahlo? Mist. Oh, oh, mein Held. Herr Escher. Ja, Selbstporträts hat er. Ja, Glaskugel, wie er sich in der Glaskugel spiegelt. Ja, Selbstporträt impliziert, dass man sich selbst malt. Ach so. Na, ja, ja. Banksy? Ja, Banksy. Psst, ihr habt das nicht gesehen. Ah, Shop, aber ich glaube, ich hab kein Geld. Nein, ich hab. Also. Keine Ingame-Währung. Gut. Wen haben wir denn noch? Obstvogel. Ich wollte gerade sagen, so ein Obstvogel. Der Schrei. Hans, ist das Giga? Ja, das ist Hans Giga. Genau, auf so einem Alien-Kopf. Gut, die Uhr von Dali haben wir schon gesehen.
Pastell. Komm wieder. Okay, hier ist in der Farbtube ein Restaurant. Ibis. Über. Okay, der sagt mir jetzt nichts. Aber wer bist du? Schein. Gut. Van Gogh. Sena Pi un Pipa Magritte. Ne? Pfeife. Ich bin nicht hier. Rex. Jean. Ist echt ein Künstlerquiz. Jean-Chef. Das Schwein sieht irgendwie grummelig aus. Aber, verstehe nicht. Okay. Monet? Ja, ja, blaue. Ja, ja. Das ist Monet. Ja, jo. Gut, gucken wir mal auf der anderen Seite. Ach, Herr Beuys. Ja, Herr Beuys. Campbell, du. Ah ja, ne? Das ist das Atelier von Hamburg. Was macht das Schwein hier? Ich bin kein Hund. Hä? Schon wieder Herr Beuys? Warhol. Ach, Pandy und Warhol. Ja. Mona, aber in. Ach, da ist Ocker. Nee. Menno. Ja, die haben wir gesehen. Okay, ich würde jetzt aber gerne nochmal die Lisa mit ihr sehen. Gut, also, Schweinchen. Achso, nee. Das Schwein guckt etwas verdutzt. Das hat so geil geguckt, das Schwein eben so. Huch, was passiert mir hier? Ehre. Dave. Okay, das Schwein ist schon mal außerhalb. Da muss ich ins Portal. Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Es gibt verborgene Portale, die erst sichtbar werden, wenn man sich in ihre Nähe begibt. Kommen wir hier links? Nee. Und vielleicht gibt es hier irgendwo ein verborgenes Portal. Weil ich muss auf die. Ich brauche ein Portal. Nerv nicht. Ich brauche ein Portal, um zu den Schweinen zu kommen, die außerhalb sind. Ja, ich habe sie auch schon fast alle gesehen. Wer bist du? Mhm. Okay.
Hier war doch auch noch ein Schwein, oder? Ja. Ich finde diesen Gesichtsausdruck so geil. Die Augen so. Ja, das Problem ist, mindestens zwei Grunzis erreiche ich nur über ein Portal. Erstmal das letzte. Na komm her. Ja, das ist genau der Punkt. Ich hätte gern ein Portal. Also jetzt liefern wir das Schwein ab. So. Also. Erstens. Ah, guck mal. Da. Das hat aber eben erst gefunkelt. Ach, Herr Magri. Nee, das ist er nicht. Nein, 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 nein. Du siehst aus wie dein Hund. Jetzt wird's philosophisch. Schnitzeljagd. Ein Apfel. Warte mal, irgendjemand hätte was von einem Apfel gesagt. Mist. Irgendjemand hatte was von einem Apfel gesagt. Aber ich erinnere das nicht mehr. Okay. Wer war das mit dem Apfel? Bei wem, bei welchem Maler ergäbe das Sinn? Ach da, die Obstbar. Guck mal, die standen vorher auch nicht da. Ein Apfel, bitte. So, auf zu... Ja. Gott, blödes Gequatsch. Ihr könnt ihr das Video stoppen, wenn ich das zu schnell weiterklicke.
Okay, Platsch. Ja, danke. Erstmal gehen wir zu Herrchen. Apfel. Dirien. Da nicht für, wie wir Hamburger zu sagen kriegen. Gut. Okay. Okay, da soll also ein großer Handschuh sein. Ich überlege, ob ich erstmal... Wisst ihr was? Ich kümmere mich erstmal um die... Achso, ja, die muss ich wieder verlassen. Oh Gott. Wo ist das Schwein hin? Wieso komme ich jetzt nicht mehr auf das Buch drauf? Ach, guck mal, hier muss ich... Kann ich springen? Muss ich springen. Ich will erstmal die Schweine abhaken. Obwohl, vielleicht sollte ich mich doch erstmal... Hallo Spinnen! Okay. Soll ich hier Mondbart mal interviewen? Du findest den Gegenstand, den du auf dem Dachboden. Ja gut, das haben wir gesehen. Schicke Hüte mit Aussicht. Okay. Die Grundsteuer muss auch so sein. Oh, da ist schon wieder etwas. Läuft auch was rum? Von Willy Wolfram. Ich kann wieder nur bedingt die Kamera steuern. Portal. Wo kommen wir raus? Manchmal ruckelt es ein bisschen beim Laden. Ich guck mal hier noch ein bisschen. Schlüssel. Vielleicht ist es sinnvoller, erstmal den Schlüssel zu... Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Schlüssel.
Kommt hier, Lampen. Ja. Der war hartnäckig. Ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, was ich hier gerade mache. Oh, oh. Das habe ich befürchtet. Jetzt kommen wieder Geschicklichkeitslaufspiele und das ist so überhaupt nicht meins. Diagonal mit der Tastatur springen muss. Gar nicht gesehen, dass da schon das Schloss ist. Okay. Lego Modular Building. Ich kann wieder einmal gegenhauen. Und schlag die Möbel kaputt. Gut, das bin ich selber schon drauf gekommen. Wieso gibt es hier keine ordentlichen Treppenstufen? Oh! Moment. Ich will erstmal noch ein bisschen Möbel hauen, bevor ich den Schlüssel einsammle. Aber den brauche ich. Wie man sieht, ist das nächste Portal auch schon wieder mit dem Schlüssel geschützt. Moment, erstmal Möbel kloppen. Gut, Möbel, die nicht leuchten. Achtung, wenn wir hier reingehen, kommen wir da drüben raus. Kann ich denn... Das Glück ist ja manchmal mit die Doofen, ne?
Nee. Lange gedrückt halten. Nein. Oh. Ah. Das Portal geht einfach. Ja gut, das hatte so ein Vieh abgebildet. Soll wohl heißen, alle Viecher tot, Portal geht auf. Ich kann mir wieder was kaufen. Ergreifen. Ist ja sehr ergreifend, aber erstmal noch ein bisschen hier. Hatte das Ding denn? Speichervorgang. Kipphandschuhe. Die Kipphandschuhe. Weil ich habe hier auf meinem Spickzettel steht, linke Seite kippen, rechte Seite kippen. Und ich habe mich mal gefragt, wofür brauche ich das? Z und X. Hallöchen. Kehre in dein Buch zurück und probiere sie mal aus. Jo, nett. Abkürzung, weil ich dachte gerade, wie komme ich denn wieder zurück? Weil ich bin ja durch die Dachluke, durch das Dachfenster reingefallen. Wie soll ich da wieder zurückkommen? Aber. Ah, guck. Guck. So, dann kann ich jetzt ja. Hallöchen. Wo wir schon mal da sind. Was? Zeit zum Erproben. Geh an das Buch und drücke Q. Solltest du den Dinger in einem Mondbad enden. Okay. Q für manipulieren. Ja, mir fehlt aber noch ein Schwein. Das wollen wir mal nicht vergessen. Witzig, witzig. So. Schweinchen, Knirps, alle da. Ein Rollenbild. Hello. 11 von 50. Hm.
Schlosstor? War das da oben, das Schlosstor? Ja, haben wir. Ja. Ein paar Bullen wollen ne Wörter von Mama. Mondbad. Diesmal ohne Bluthuf. Fresca. Königin Chroma. Chroma für Farbe. Das ist ja mal richtig durchdacht. Begeben wir uns zu ihr. Ach, die Soldaten, das sind, die haben Tubenverschluss oben auf dem Kopf. Und wo bin ich? Warum kann ich diese ganzen Soldaten ansprechen? Was soll das bringen? Okay. Also ich kann die wohl theoretisch alle volltexten oder mich volltexten lassen. Vincent, die Maus hieß ja Vincent. Ja, etwas textlastig. Ach ja, stimmt, das müssen wir verhindern. Okay, Viola kriegt einen eigenen Auftrag. Okay. Oh oh. Die Heimat von Krass ist bedroht. Bestürzt sah Krass zu. Was geschah da in seiner Heimat? Kapitel 6. Ganz schön Metal. Ich glaub, mach ich auch mal. Unsere Helden überdachten diese recht explosive Entwicklung. Und beschlossen, Jod und Krass sofort nachforschen zu lassen. Ja. Eine belebende Wanderung durch die Wildnis Mojos führte Jod und Krass zum Berg Trag. Das ertrag ich nicht. Sie erklommen daraufhin seine Flanken.
Auf dem Weg zur Spitze, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen. Okay. Nach einigen Klettern erreichten sie ein Hochplateau. Okay, er hat gerade gespeichert. Das ist für mich der Punkt vor 22 Sekunden. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ja, war das doch ganz unterhaltsam. Gut, ja, also bis auf die anfänglichen Tonprobleme war das doch ganz erquickend. Ich hoffe, dass diese Aufnahme zu gebrauchen ist. Ich weiß es ja erst hinterher. Ja, ich weiß noch nicht wie und wann. Das ist mein Standardspruch. Ich weiß nie, wie es weitergeht. Eigentlich will ich morgen den Review vom Tumblr machen. Das interessiert aber die Leute nicht, die nur das Spiel interessiert. Wann ich weiterspiele, weiß ich auch nicht. Irgendwann. Aber ich hoffe, dass es nicht wieder so lange dauert, damit ich jetzt, wo ich gerade wieder so in der Bedienung drin bin. Aber so oder so war es das für heute und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss.